Schnauze, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Spezielle Episode, heute ist die 10. am Start und nachdem die letzten Episoden so gut bei euch angekommen sind, wie schon lange keine Videos mehr, wofür ich mega dankbar bin, würde ich euch heute wieder empfehlen, dran zu bleiben, denn wir haben krasse Packs, wir haben dazu noch zwei Sets im Shop, die ich gleich erklären werde und ihr habt die Möglichkeit, natürlich wieder gerne mich zu unterstützen. Videobeschreibung auschecken, Instagram, Twitter und natürlich IG Vault. 6% Rabatt auf eure Coins, 4 Coins, PSN und MaxOcuDam mit dem Code MaxGamingTV würde ich mich tierisch überfreuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Es würde mich auf jeden Fall unterstützen. Dazu natürlich Instagram und Twitter kostenlos, genauso wie das Abo hier auf YouTube. Und natürlich ist auch der Like auf dieses Video kostenlos, unterstützt mich extrem bei meiner Arbeit und hält mich auf jeden Fall am Leben. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir spielen heute 4-1-2-1-2-2. Das ist die Formation, außer wir ziehen kranke Flügelspieler. Dann wird es 4-1-2-1-2 normal. Und wir haben auf jeden Fall interessante Packs bereits im Store. Das liegt ganz einfach daran, es gibt momentan Squad-Building-Challenges. Und zwar gibt es welche mit 81 Plus Doppelgarantie. Sind keine Team-of-the-Week-Sets, die mir einfach zu teuer sind, die zu erstellen, wenn man bedenkt, was man dafür bekommt im Endeffekt. Was meistens nicht sonderlich viel ist. Und so gut, auch wenn wir Harry Kane dazu noch Messi und Aguero haben, ist das Team of the Week auch nicht. Nichtsdestotrotz habe ich mir halt diese 81er-Challenges rausgesucht, habe die gemacht. Die sind auch, denke ich mal, nicht schlecht und wären gut für eine Episode. Aber wir haben noch Weekendly Rewards und die hole ich mir jetzt natürlich ab für Gold 3, was es wieder war, wie immer. Ich spiele ja immer nicht weiter nach Gold 3, weil ich denke, dass es reicht. Ein Megaset, ein seltenes Spielerset, also 50k-Set und 30.000 Münzen. Und die öffnen wir jetzt alle 5. Das heißt, diese 5 Sets werden geöffnet und wir sind gespannt natürlich, was es werden wird. Zunächst mal die 2 seltenen Goldspielersets, in denen erwarte ich kein Board oder irgendwas. Das erwarte ich eher in den anderen Sets. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht haben wir ja was Schönes auch hier schon dabei. Oder hier werden die besten Spieler gezogen, man weiß es ja nicht. Das wird, glaube ich, Max Kruse, jawohl, das haben wir noch nicht. 82er Rating immerhin schon mal, das ist nicht so schlecht. Ich denke mal, das kann man machen. Den nehmen wir natürlich mit. Keen packe ich auch mal in den Verein. Das Duplikat packe ich auf die Transferliste. Auch eine gute Karte dieses Jahr, die ja sehr beliebt ist sogar. Und das zweite, 2 seltene Goldspieler ist ja mit 81 oder höher. Mal sehen, was diesmal werden wird. Ein Schlitz! Ui, das hätte ich gar nicht erwartet. Das ist cool. Mal sehen, wen wir hier bekommen. Italien, Torwart, Turin. Naja, das ist extrem krass. Aber ein 83er Rating, da will man sich drüber beschweren. Ist gut für Squad-Building-Challenges beispielsweise. Und Belanda noch dazu. Die Legende aus FIFA 17 für mich. Und jetzt haben wir 2 Megasets und ein seltenes Spielerset. Auch die werden natürlich der Reihe nach gezogen, wenn ihr selber Coins braucht oder Points zum Öffnen. Ich hasse diese Anima. Oh, Dominik. Okay, ich hasse sie doch. Ich dachte, wenn kein Nebel ist, dann wird es auch kein Board werden. Aber es ist ein Board. Deutscher zentraler Infanterie. 83 will ich nicht beschweren. Wird jetzt der Spieler werden. Zusammen momentan mit Perin. Mal sehen, was wir hier noch so drin haben. Vazquez, Monreal, Vallejo. Ja. Mejia, nichts zu krasses auf jeden Fall. Llorente noch dazu. Nasri, der, ich kann nicht reden, bereits wieder wechseln will. Oder wechseln muss, weil Antalya jetzt gar kein Geld mehr hat. Wenn ihr selber Coins braucht oder Points, um halt eben die Promo-Sets hier zu öffnen. Momentan gibt es 50k-Sets, Mega-Sets, Prime-Elektrum-Spieler-Sets. Es gibt, glaube ich, auch 15k-Sets, genau. Dann checkt es einfach mal aus in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ihr unterstützt mich damit und es sind schnelle, günstige und einfache Münzen. Dieses, genau das hasse ich. Hasse es. Hasse es. Kann es nicht wenigstens trotzdem dick sein? Es sieht so kacke aus, wenn es so dünn ist. Kolumbien, rechtes Mittelfeld, das wird Quadrat oder so, aber auch gar nicht so schlecht. 82er Rating, ich denke mal, dass der nichts wert sein wird. Aber mit dem können wir noch wieder was machen. Ich werde übrigens einen Cut machen, nachdem ich das jetzt hier gezogen habe, weil ich keine Zeit habe, gerade ein ganzes Video aufzunehmen. Aber gut, ich denke mal, das ist nicht so schlimm. So, Quadrado kostet ja, nicht zu viel, aber 2000, 3000 Münzen. Kann man zumindest mal mitnehmen. Und ja, Forster habe ich auf Transferliste. Kann auch mal gebrauchen. Den Rest stoßen wir ab. Inklusive 96 Heimtrikot. Und haben wir noch ein 50k-Set. Und hoffen nochmal auf ein Board. Nochmal ein 83er wäre sehr schön. Es wäre auch enttäuschend, wenn nicht. Aber ich glaube, gerade wenn ich das so sage. Nee, es wird ein Board. Und es wird sogar ein Inform. Das ist natürlich noch schöner. Brasilien. ZTM Luis Gustavo. Ein 84er. Ja, das ist doch in Ordnung. Das ist ja ein 85er. Ein 85er Luis Gustavo. Ich glaube, ich kann ihn noch besser nehmen. Ich habe die Woche jetzt in der Fitnessbelohnung, aber das war halt nicht so krass, aber mit Choupo-Moting, das ist doch schön. Kavachal noch dazu, Schweinsteiger, Koke, Koscielny, schön 4,84er Spieler, die momentan ja für ordentlich was gehen. Das ist doch definitiv ein gutes Set gewesen, würde ich sagen. Aber wir müssen jetzt sogar 2 davon nehmen, ne? Nehmen wir Kavachal und Luis Gustavo, weil den zweiten ZM können wir nicht gebrauchen. Aber okay, machen wir so. Sehr, sehr schön. Ja gut, ich würde sagen, ich verabschiede mich dann aber für den Moment von diesem Part oder von diesem ersten, ja, kleinen Sondieren der Spieler und dem Öffnen der Sets bei dieser Episode. Und wir sehen uns dann, ja, sobald ich das Team bilden kann.
Die Lichtverhältnisse in diesem Zimmer sind einfach nur fantastisch, aber nichtsdestotrotz sind wir wieder am Start. Es ist der Morgen des 31. Dezember. Das heißt, heute am 31. Dezember kommt dieses Video. Ich wünsche euch allen erstmal ein schönes Silvester. Genießt die Zeit, mit wem auch immer ihr sie verbringt, mit Freunden, mit der Familie oder mit eurem Partner. Und selbstverständlich, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein und ich wünsche euch, dass euer Jahr genauso erfolgreich wird wie meins hoffentlich. Das ist das, was ich mir wünsche. Da klopft ihr auch dreimal direkt auf Holz. Wir haben letzte Episode bzw. im letzten Teil dieser Serie hier ja, ein paar Spieler gezogen, beziehungsweise zwei Spieler gezogen, um genau zu sein. Und zwar einmal Luis Gustavo auf der 6, den wir spielen werden. Und auf der Rechtsverteidigerposition Dani Carvajal. Und die werden wir natürlich jetzt erstmal hier reinstellen. Und dann werden wir sofort in 7 Minuten Countdown starten. Und legen los in 3, 2, 1 und go! So, alles klar. Das wird eine sehr interessante Kombination auf jeden Fall, weil theoretisch könnte man die mit Casemiro verbinden. Aber das wäre mir fast schon zu einfach, deswegen lassen wir das selbstverständlich. Wie immer, ihr kennt mich ja, einfach ist nicht so meins. Gibt's denn Kroaten in der Ligue 1? Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber es könnte gut sein. Abgesehen von Subasic natürlich. Okay, im ZOM schon mal nicht. Es gibt Santini und Pavlovic. Pace-Huren auf jeden Fall. Lassen wir dementsprechend sein. Mal sehen, was gibt's denn noch? Franzosen? Naja, Varane. Weiß ich nicht, ob ich das wirklich möchte. Vallejo ist Spanier, das geht also nicht. Ja, gibt es denn Spanier in der Liga? Ja, da der gibt es auf jeden Fall. Da der gibt es nicht, da der ist gewechselt, das ist ja super. Oh Mann, das geht ja schon mal richtig gut los. Dann müssen wir wohl erstmal in die spanische Liga gehen und gucken, was wir da machen. Aber ich habe schon eine kleine Idee. Und zwar gehen wir. Erstmal holen wir uns irgendeinen Spanier. Mal sehen, wen wir dann nehmen. Habe ich irgendwas im Verein? Ach, ich habe Vieira. Guck mal, ich habe Vieira. Die Special-Version. Milchtransfermarkt. Tada, da haben wir ihn doch. So. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt brauchen wir Morgan Sanson auf der Seite. Auf der 10 nehmen wir Wissam Ben Yedda oder zu Tutsa, das weiß ich noch nicht hundertprozentig genau. So, damit haben wir die beiden Ligen schon mal verlinkt. Die Sache ist nur, jetzt braucht jetzt funktioniert das so schon mal nicht, aber das kriegen wir schon hin. So rum. Und jetzt ganz so. Ach ne, da spielen wir gleich. Ah doch, das geht. Perfekt, das passt. Gut. Ne, passt nicht, weil jetzt hat Ben Yedda zu viele Links. Genau, das ist das Problem. Das heißt, wir müssen hier Gamairo nehmen. Aber das kommt dann auch wieder nicht hin, ne? Das ist jetzt nicht so optimal. Und dann nehmen wir hier doch Ben Yedda. Oder Muriel im Notfall. Und packen hier einfach irgendeinen hin aus der Liga Santander. Torres geht leider nicht, weil wir haben ja schon Spanier. Zack, zack. Alex Hunter, das ist doch schön. Ah, cool. So. Dann haben wir das schon mal fertig. Die sind alle verlinkt. Das heißt, jetzt brauchen wir noch Gustavo Chemie. Aber nur noch Gustavo ist gut gesagt, weil das wird, denke ich mal, gar nicht so einfach. Ligue 1. Olympique Marseille bitte. Rami und Rolando. Was haben wir noch für Innenverteidiger? Doria. Das könnte helfen. Nö. Wobei, nö, aber das Ding ist, wenn ich andere OM-Verteidiger nehme, bringt das auch nichts. Na, wobei doch.
Nee. Geil. Gibt es einen brasilianischen Stürmer in der Liga? Ja, gibt es. Und zwar ist das hier wieder unser William José-Typ. Oder Charles von mir aus. Aber ich will... Baptista ist zumindest ein bisschen schneller. Ach nee, er hat ja einen Stronglink. Ich wollte gerade Crespo nehmen, aber das wäre unfair. Nee, dann nehmen wir weiterhin Ben Yedda. Nö, nehmen wir nicht. Wir nehmen irgendeinen aus der Liga Santander. Wir müssen jetzt ein bisschen unkreativer machen, leider Gottes. Oh Gott, wenn ich das gerade richtig gezählt habe, wird es nur zwei Ligen geben, aber das will ich eigentlich nicht. Also eine dritte muss auf jeden Fall rein. Ah ne, eine dritte kommt auf jeden Fall rein, gut. Hier kommt auf jeden Fall Matheus Doria hin. So. Und jetzt hier irgendein brasilianischer Innenverteidiger. Ach nee, dann hat Gustavo schon wieder zu viel Chemie. Dante. Oder Marquinhos. Brasilianischer Innenverteidiger, woher ist vollkommen egal. Felipe. Torwart, Brasilien, irgendwoher, vollkommen egal. Ederson. Geht nicht auf. Was denke ich mir? Eine Legende könnte es jetzt retten, aber wir brauchen einen brasilianischen ZM. Und einen brasilianischen LV. Oh Mann. Jetzt ist Ganso halt, aber das kann ich auch nicht retten. Außer nee, kann ich nicht retten. Wir bringen natürlich mehr Kreativität rein, aber Countdown ist vorbei, das heißt, wir müssen es sowieso so lassen. Ich habe es natürlich komplett verkompliziert, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Stehe ich auch zu. Das wäre so nicht nötig gewesen. Jetzt haben wir natürlich Orellana im zentraloffensiven Mittelfeld, der keine Chemie hat. Also mit Ganso hätte es funktioniert, mit Ganso wäre es aufgegangen. Das Ding ist nur, dass dann Paulinho, beziehungsweise Ganso hätte zu viele Links gehabt. So, Paulinho auch. Aber wir brauchten halt einen Brasilianer. Ah nein, mit Verratti hätte es geklappt, oder? Ja, nein, ach Mensch. Guck mal, hätten wir hier... Ich baue es nochmal so eben um, dass ihr versteht, was ich meine. Hätten wir da... ja, das heißt, versteht, was ich meine. So schwer ist es nicht. Aber wenn wir hier... Ganz so weiterhin... Jetzt werden wir zumindest Orellana ausprobieren, weil mir letztes Mal vorgeworfen wurde, den gibt es, du bist einfach so zu finden. Na, nicht sure. So, mal hier nämlich jetzt einfach Verratti hingestellt. Zack, zack. Und hier zum Beispiel Leiven Kursawa. Wären wir nicht auf Norlings Weiße gekommen, weil Felipe keine Chemie gehabt hätte. Vergesst, was ich gesagt habe. Es hätte also auch so nicht funktioniert. Gut, wir zählen gleich nochmal ganz kurz durch natürlich, weil das gehört sich so. Ich will ja wissen, wie viele Ligen und Nationen ich in diesem Team drin hatte und ich möchte euch noch kurz ein neues Team zeigen, was ich mir gebaut habe. Da werde ich gleich eine Infocard machen. Vielleicht, ihr kennt mich, wo ich dann ganz gerne wissen würde, was ihr von diesem Team haltet. Ich habe nämlich das Ibra-Kadabra-Team aufgelöst, weil mir das nicht mehr gefallen hat, auch nicht mit Crespo vorne drin. Und habe dementsprechend ein neues Team gebaut, das in der Weekend League von mir nicht gespielt werden wird. Da werde ich aber Fitnesskarten benutzen für mein Hauptteam. Aber was in der Liga oder unter der Woche immer so gespielt wird als Fitness-Team halt.
und was sehr bunt ist. Ich habe es noch nicht fertig gebaut, aber ja, trotzdem könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder die Infocard, durch die Infocard sagen, was ihr davon haltet. Wir haben Brasilien, Spanien, England, Chile und Italien, also fünf Nationen. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Ligen. Ja. Nichtsdestotrotz schade. Das hätte nämlich... Oh, 6 Ligen, oder? Ne, 5 Ligen. Es hätte deutlich besser sein können. Aber gut, so ist es nun mal manchmal. Hier haben wir das Trivella King Team. Ihr könnt euch dementsprechend vorstellen, wer der Stürmer ist. Und zwar Ricardo Quaresma. Dann haben wir Crespo daneben, beziehungsweise immer die Legende daneben, die ich gerade habe. Fernandes auf der 10, der sehr nice aussieht, den ich gerne ausprobieren möchte. Milinkovic Savic sieht auch sehr geil aus, möchte ich ausprobieren. Dann haben wir hier Joao Mario. Giuliano, der auch in der 7-Minute-Squad-Episode vorkommen wird, und zwar in der nächsten, das habt ihr euch gewünscht, beziehungsweise wurde sich gewünscht. Dann haben wir rechts Dira, auch ein Inform, der sehr, sehr nice aussieht, auch wenn er 67 Defending hat. Aber nichtsdestotrotz sieht die Karte schon stark aus, muss man ganz ehrlich sagen, mit 1,87 Körpergröße. Dann haben wir Miranda in der Innenverteidigung mit Manolas, links Goulam und im Tor Perin. Ja, bin mal gespannt, wie das spielen wird. Aber jetzt geht es erstmal darum, was machen wir. Erstmal, was mache ich hier eigentlich gerade überhaupt? Warum habe ich hier keinen Manager drin? Ich suche einen Gegner. Guck dir dieser Tanzbingo an. Das ist unglaublich. Dass die es nicht hinbekommen, vernünftige Server zu machen während der Weekend League. Einfach nur traurig. Aber mal sehen, wir spielen gegen Christoph Kramer nicht. Denn der gegnerische Spieler ist nie jemand aus dem Team. Wir spielen gegen, oh, 3 Footmiss-Karten. Ibrahimovic, Salah, Sané, Bakayoko, De Bruyne, Sanchez, Walker, Ederson. Und die 3 Footmiss-Karten sind Van Dijk, Lingard und Rose. Ja, das wird interessant werden. Oi, Vieira zeigt gleich mal seine Qualitäten. Der Las Palmas-Spieler von uns. Das war schön gemacht. Hat er seine Agilität am Ball gezeigt und dann einfach mal abgezogen. Und das Ding flattert natürlich genauso, dass es reingeht. Ich finde die Karte allgemein richtig geil und schön, dass der ein Real Ingame Face hat. Also letzte Saison sehr starkes Spiel bei Las Palmas, die sonst nicht so gut drauf waren, abgesehen von Boateng. Ja, und da springt nicht mal Ederson. Das war jetzt aber hier eine Chancenparade. Ich glaube, ich habe das Ganze mal abgespeedet gezeigt. Normalerweise muss das 2-0 sein, aber Ederson hält diesmal gut. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Warum, erkläre ich euch gleich. Beziehungsweise kann ich euch jetzt erklären. Ha! Zwayback, wer kennt ihn nicht? Ja, Legende fast schon. Der hat in seinem Video erzählt, dass ein Typ oder ein Pro-Player ihm für die Weekend League einen Tipp gegeben hat. Und das ist seit neuestem auch mein Motto. I love myself and I hate myself, but never switch to centerback. Das heißt, du steuerst einfach alle Spieler, aber bitte geh nicht auf deinen Innenverteidiger, lass die vom Computer steuern. Und du hast gute Chancen, dass das funktioniert. Gut, das war jetzt Autowechsel. Aber das hat mir wirklich in der Weekend League schon geholfen. Und der hat gerade in der Situation auf seinen Center weggewechselt, auf Van Dijk hier schon wieder. Und damit beschafft er mir natürlich Räume. So, Sansone gegen Walker, natürlich ein faires Duell, aber Sansone ist schnell. Ich hasse Leroy Sané. Also ich liebe Leroy Sané, aber ich hasse Leroy Sané, wenn er gegen mich spielt. Ich weiß nicht warum, eigentlich ist der nicht so gut. Also bei mir spielt er nie so gut. Aber hier ballert der das Ding einfach wieder in eine lange Ecke, ohne Kompromisse mit der ersten Chance, die mein Gegner hat. Und da könnte ich schon wieder kotzen. Oh, was ist das denn für ein Pass, Junge? Dann nimm halt deinen linken Fuß und spiel den dahin, wo er hin soll, auf dem zweiten Pfosten. Also mein Gegner spielt weiterhin nicht gut, gerade in der Offensive. In der Offensive nicht, aber ich habe mittlerweile ein bisschen Angst, weil meine Spieler plötzlich nicht mehr das machen, was sie in den ersten Minuten gemacht haben, und zwar sehr konsequent und gut nach vorne spielen. Das funktioniert gerade nicht mehr so viel und es nervt immer, wenn man halt merkt, dass irgendwas sich im Spiel ändert. So die Gewichtung und solche Pässe halt. Die macht er dann wieder nicht rein. Zweite Chance für den Gegner übrigens. Ja, also wir haben wirklich nicht viel gesehen von dem bisher in der Offensive, aber von mir leider Gottes auch überhaupt nicht mehr. Da kommt gar nichts. Ich weiß nicht, was mit Hunter und Sansone los ist. Wir dürfen ja aber leider Gottes auch nicht wechseln, weil wir halt eben nicht mit der Zeit fertig geworden sind. Gott sei Dank hatten wir alle Positionen besetzt, selber mit einem Bronzespieler spielen müssen. Aber, oh mein Gott. Ganz ehrlich, was macht Philippe? Ja, toll. Was macht Philippe da? Ich werde es groß machen, ich werde zoomen. Was macht er da? Ist meine Schuld jetzt oder was? Nee, Scripting, ganz einfach. Das ist so lächerlich. Ich hätte auch vor Jamie spielen sollen. Habe ich eh mit 18-10 meins erreicht und habe noch 10 Spiele frei. Aber wo wieder da steht, oder? Ich weiß nicht, aber Philippe ist die 7 auf jeden Fall. Keine Ahnung, wer das ist, aber warum geht er nicht mit? Spast.
Jetzt Sansone mit einer dicken Gelegenheit. Sansone, alter Junge, was machst du? Mach den rein. Ich bin schon wieder so angepisst von diesem Spiel, weil es schon wieder so typisch ist. Komplett überlegen, keine Probleme. Ein dummes Gegentor, zack, nichts funktioniert mehr, keine Chancen mehr. Wenn Chancen, dann hundertprozentige, die vergeben werden. Oder einfach beschissene Pässe, kurz vor Schluss. Oh Gott sei Dank, danke Alex Hunter. Und dazu, ich komme auch noch auf dieses Gegentor klar. Auch wenn es Orellana war, der hat da mitzugehen. Warum steht der überhaupt? Ah, das war gut von Hunter. Das war richtig gut von Hunter und das ist 3:2. Schöner Konter, gut gefahren und Hunter zeigt mal, dass er Tempo hat, auch wenn er eigentlich gar keinen haben sollte. Sehr, sehr gut. Oh Mann, ey, das ist trotzdem ein Spiel, was mir absolut nicht gefällt und ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht durch. So, Spiel ist doch vorbei, wir haben es doch geschafft, wie auch immer das passiert ist, ich weiß es nicht. Aber gut, 3:2 Sieg, dank Alex Hunter. Insgesamt das Team. Ja, wir haben halt keine volle Chemie, ne? Weil eben Orellana rausfällt. Dazu haben wir mit Dani Carvajal, der wirklich auch am schlechtesten gespielt hat, der Rechtsverteidiger, der absolut nicht meine Anforderungen erfüllt. Weil er zu klein ist für Kopfbälle und weil er zu langsam ist generell. Entschuldigung für das Gehen übrigens, aber ich habe weitergeredet, ich habe dafür gemerkt. Grundsätzlich solide, nicht no links wasted, Orellana ohne Chemie. Keine optimalen Stürmer, aber gute Stürmer. 7,5 von 10 gebe ich diesem Team. Haben wir schließlich auch gewonnen und von daher denke ich mal, kann man das so machen. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich tierisch über freuen. Checkt die Links in der Beschreibung aus. Und dann wünsche ich euch selbstverständlich, dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Und wir hören uns nächstes Jahr. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut. Viel Spaß bei City gegen... Ach nee, das habt ihr schon gesehen wahrscheinlich. Viel Spaß bei Arsenal gegen Crystal Palace. Und ciao.